Body Modification. 6 Monate bis zu deinem Traumkörper. So, herzlich willkommen hier zum neuen Video, zum allerletzten Video der Orti-Reihe. Ihr seht schon an seinem Kopf, wir haben jetzt 1 bis 2 Wochen nicht gefilmt. Kopf, ja, wahrscheinlich. Nee, ich meine an seinem Kopf im Sinne von, dass er abgenommen hat, noch wieder. Was wir uns für heute ausgedacht haben, das erste ist ein richtig hartes Training, das ist das erste, hättest du auch denken können wahrscheinlich. Natürlich. So, die Sachen, die ihr jetzt gleich seht, passten Herrn Ortmann gerade eben, als er angefangen hat. Jetzt sind 6 Monate um, plus die 3 Wochen, die er am Anfang verschludert hat, plus noch 1 Woche, weil er zwischendurch nicht Gas gegeben hat. Also haben wir gute 7 Monate um und effektive Trainingszeit 5 bis 6 Monate. Und hier seht ihr jetzt, was wirklich realistisch möglich ist. Also, die Sachen hatte er vorher, die passten ihm vorher. Also hier kann man schon sehen, das war sehr, sehr eng, also der stand bis hier, glaube ich, irgendwo. Und wie gesagt, was er ja schon gesagt hat, wenn man Zelt sucht, dann kann man das benutzen. Ich habe Hose frei, ne? Die Hose, die war sehr eng. Zieh mal die Hose so nach vorne. Genau, also das ist schon krass. Da passt ein zweiter Typ mit rein, dreh dich mal so ein bisschen. Nach vorne, ne? Ja, dreh dich einfach mal. Ja? Genau, hier sieht man, dreh dich mal zur Wand, also mit dem Kopf. Hier sieht man die Hose, wie schlapprig die ist. Also, da ist einiges passiert. So, jetzt haben wir den Orti in meinen Klamotten. Ich habe ihm meinen einen Shirt von mir gesteckt. Es passt, das ist L normalerweise. Ja, das fällt ein bisschen größer aus in L natürlich. Ich denke jetzt, du, was hattest du vorher? 5XL. 5XL, wir gucken. 6 bis 6. Mal. Wir gucken mal in das Shirt rein, was das war. Damit wir das wissen. Wenn das überhaupt eine Bezeichnung hat. Warte. Das hier war jetzt 3XL. Genau, also je nach Kleidung hatte so 3 bis 5 XL und das hier ist jetzt gut L. Also hat sich schon einiges getan. Ja. Dreh dich noch mal ein paar Mal so. Die Hose ist auch schon ein bisschen älter jetzt. Die ist auch schon ziemlich. Ja, schon wieder nicht mehr so richtig. Ja, gut, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass dir das Oberteil so halbwegs passt. Es ist zwar eng, ganz klar. Echt, oder? Also sieht man halt mal die Erfolge. Stell dich mal seitlich hin und stell dich mal aufrecht hin. Also wirklich Brust raus. Und jetzt zieh mal das Shirt richtig dicht dran. Und jetzt stell dich mal Brust aufrecht. Genau. Sehr schön. Also man sieht schon, was wir jetzt in den nächsten Monaten wegbekommen wollen, ist das hier, dass das eine gerade Linie wird. Und gleich wiegen wir noch. Wir haben ja am Anfang gesagt, in diesem Programm wollen wir zwischen 115 und 120 Kilo wiegen. Wenn du das geschafft hast in diesen 6 Monaten, liegst du genau in dem Wert, wo du sein sollst. Und dann gucken wir uns das mal an. Bist du guter Dinge? Ich bin guter Dinge. Ich habe alles gegeben die letzten paar Wochen und darauf hinzuarbeiten. Und ich habe mir auch keine Fehler irgendwie geleistet mit Ernährung oder sowas. Sehr schön. Ich habe die Kalorien auch immer eingehalten, deswegen. Auf jeden Fall machen wir jetzt Folgendes. Wir boosten jetzt gleich und zwar darfst du dir, mein Freund, einen Booster aussuchen. Kannst du jetzt mal einen wählen? Theoretisch würde ich dazu tendieren, wer ballert am meisten, aber ich weiß es ja nicht davon. Ja, dann such dir mal einen aus, der dir am meisten gefällt, vom Optischen her. Und dann gucken wir mal. Weil den Booster, den brauchst du heute definitiv. Also such dir mal einen aus, mein Freund. Genau, die Wahl ist natürlich schwierig. Also, was haben wir? Ich kann dir einen empfehlen. Supernova, der hat bei mir nicht so gezündet. Dann diesen weiß ich gar nicht, wie der zündet. Jacked, also Jack D, The Ripper, geht auch klar. Kickdown, bei mir nicht so krass. Der krasseste, den ich bisher hatte von diesen, also ich habe noch nicht alle gezündet, war Tunnelblick. Den will ich dir jetzt auch so jetzt empfehlen. Der schmeckt auch richtig geil. Und willst du den haben, oder? Ist das Zeit für Product Placement, oder irgendwie? Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Nein, das musst du nicht machen. Auf jeden Fall, willst du den haben? Ja. Okay, dann werden wir den jetzt gleich mal konsumieren. Und dann, mein Freund, werden wir ins Training gehen. Und weißt du, was heute kommt? Nein. Wir trainieren zusammen. Body Modification. 6 Monate bis zu deinem Traumkörper.